Ich möchte ihnen schreiben, lass sie sich nicht treiben hinein in einen Krieg. Sie sind aus einem Holz, das zögert und bedenkt und Deutschland weise lenkt, der Krieg kennt. Bundeskanzler Scholz, Sie kommen aus Tradition, da ging's nicht um Kanonen, da ging es um das Recht. Ich bitte Sie, seien Sie stolz und lass sich nicht verwenden von amerikanischen Händen, das wäre für uns schlecht. Herr Bundeskanzler Scholz, ich möchte ihnen singen, lasst sie sich nicht dingen, in keines Schuld sie stehen. Doch seien sie nicht stolz auf diese Zeitenwende, Europa ist am Ende, wenn wir so weitergehen. Ich wünsche ihnen Mut, sich allen zu erklären, ihren Ding beschweren mit unbedachtem Schrein. Es stünde ihnen gut, dem deutschen Volk zu dienen, weit ab von Schaden führen, nicht in den Krieg hinein. Herr Bundeskanzler Scholz, wenn Staaten wollt verhandeln, in Zukunft friedlich wandeln, dann brauchen sie ein Pfand. Denn jeder Staat hat Stolz, den darf man nicht versagen, dem muss man Rechnung tragen und dann reicht man die Hand. Wir haben einen Traum, wir wollen Europa bauen, auf neuen festen Mauern als eine Republik. Der europäische Raum kann einig neu beginnen und sich auf sich besinnen.